Place, man. Ein frohes neues Jahr, liebe Adlerträger. Die Winterpause, sie ist vorbei. Es geht also wieder los. Unser Coach Oliver Glasner, der hat direkt zu einer Doppeleinheit hier in Frankfurt aufgerufen, bevor es dann morgen ins Trainingslager nach Dubai geht. Ein Neuzugang, der war auch schon mit dabei, Paxton Aronson, der Amerikaner, der von Philadelphia hier nach Frankfurt an den Main gewechselt ist. Der andere Neuzugang, Simon Simoni, der steigt morgen dann erst in Dubai ein, genauso wie Daichi Kamada. Eine andere Personalie, die auch gefehlt hat, ist Jérôme Engené. Der ist freigestellt für Vertragsgespräche. Insgesamt war es ein lockerer Aufgalopp für die Jungs bei kühlen Temperaturen, aber vor vielen Augen der Fans im Deutsche Bank Park. Und unser Coach, Oliver Glasner, der ist schon heiß auf die Rückrunde. Ich wollte mal wieder da anknüpfen, wo wir letzte Saison aufgehört haben und auch wieder uns verbessern in einzelnen Bereichen. Wir wollen uns nicht ausruhen auf dem, was wir erreicht haben, sondern wir wollen uns sportlich weiterentwickeln und natürlich sind allen drei Bewerben noch vertreten im Pokal, Bundesliga, klar, und Champions League. Und wer uns kennt, der weiß, dass wir überall nach dem größtmöglichen Erfolg streben. Sicherlich das eine oder andere Gegentor zu viel bekommen haben. Wir haben die Saison auch nochmal auswerten und analysieren lassen. Und dann sehen wir, dass wir prinzipiell in unserem Defensivverhalten in allen Bereichen Top 5 in der Bundesliga sind. Allerdings die Standardgegentore, da sind wir, ich glaube, Vorletzter. Und das ist sicherlich ist auch ein Thema bei uns. Und da wollen wir, denke ich, haben wir das größte Potenzial. Am Nachmittag überreichte Peter Fischer dem Team dann noch den Titel Mannschaft des Jahres. Das ist der verdiente Lohn für ein historisches Jahr für Eintracht Frankfurt 2022 gewesen. Das war der Dienstag. Morgen früh geht's dann ins 10-tägige Trainingslager nach Dubai, wo Oliver Glasner die Jungs ordentlich schleifen wird, dass es eine gute Rückrunde für Eintracht Frankfurt wird. Eintracht TV ist natürlich live vor Ort und wird euch informieren und auf dem Laufenden halten. Macht's gut!